Mayday, mayday. Soldier X-223 flight 2. Escape from cooldowns. Shadows damage. Energy slow. Ethan, hurry. Mayday, mayday. This is Soldier X-223 flight 2. Escape from cooldowns. Shadows damage. Energy slow. Ethan, hurry. Welcome to the Caribbean, Soldier XT269T2. Have a very nice holiday. Dankeschön. Damit auch hallo von mir und willkommen im Urlaub. So ganz allein im ersten Mal. Ja, weiß ich nicht, Corby wollte irgendwie nicht. Obwohl es den Urlaub durchaus verdient hätte, aber naja. Das scheint eine Zeichnung nach Bildung der anderen Dame zu sein. Faszinierend. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns mal an, oder? Gepäck? Kriegst du das Gepäck? Ah, steht sogar drauf, wo wir alle waren. Ah, diese Erinnerung. Ja, ja. Ja, ja. Also dann. Abelschirm ist übrigens auch sehr schön, mit dem Palm und Liegestuhl. 4 Tage später. Am Strand. Hat auch was. Ja, erstmal eincremen oder was soll man machen. Und hier. Oh. Oh, Schiebetüren. Ach, im Urlaub. Nur der beste Komfort. Voice Output Malfunction. Bah. Ja, ich soll mich dann übersetzen. Na dann. Sonderurlaub in der Karibik. Ich sollte mich geehrt fühlen. Und es ist wirklich idyllisch hier. Ich habe tagelang nichts anderes gemacht, als zu sonnenbaden, zu schlafen, zu schwimmen. Aber jetzt reicht es mir. Ich kriege ja nicht mal die Nachrichten rein. Die einzige Radiostation hier ist diese komische, nostalgische South Seas Music. Wenn ich noch einen Akkord auf dieser Feigetarre gespielt höre, dann werde ich mir noch einen Verstand... Ja, mir, genau. Werde ich noch einen Verstand verlieren. Die einzige andere Unterhaltung hier sind diese dummen Affen. Ich habe sie ein klein wenig genervt und jetzt werfen sie Bananen, sobald sie mich sehen. Ich hab zwar eine Waffe, und das sollte mir doch ein klein wenig Spaß bereiten. Ah, Mann, das ist wirklich nicht. Es gibt wirklich nichts zu tun hier. Die UN hätte mich genauso gut auch in Einzelhaft schicken können. Da hätte ich dann wenigstens ein bisschen was mit den Wächtern dauern können.
Ich habe immer noch 3,5 Wochen vor mir. Wie werde ich da noch durchkommen, ohne Langeweile zu sterben? Ich würde es lieber eine Horde Eisbiester besiegen. Dann hätte ich jetzt wenigstens Übung. Naja, morgen werde ich was tauchen gehen. Ich glaube, ich habe eine Rückenflosse in Wellen gesehen. Ein Hai vielleicht? Das könnte Zerstreuung bieten. Ja, wenn es ein Hai ist, ein bisschen was mehr als Zerstreuung, ne? Aber gut, ich meine... Habe ich gerade das Unter vor dem Mittleren? Okay. Gut. Merken, auf Shangri-La ist die Physik exotisch. Und erstmal alles mitnehmen. Noch habe ich ja keine Inventarprobleme. Also alles, was nützlich ist. Die Tassen bleiben gefälligst hier. Noch ein Magazin. Da kann ich aber, glaube ich, auch nichts draus lesen. Welche Puppen? Ist das unsere neue Kunst oder sowas in der Richtung? Ich wusste gar nicht, dass unser Soldat raucht. Naja, gut. Ist hier noch was drin? Ja. Du bist ein Wesen? Oh. Kniet nieder, ich habe einen Besen. Mich kann nichts mehr aufhalten. Oder so in Richtung. Ach, schön. Oh so, Moment. Sag mal, das ist da grad... Haben wir jetzt eine Zwei-Apartment-Strand, oder wie? Da hinten ist eine Lok von uns gewesen. Hier steht unser Koffer. Das soll man auch... Oh, schönes Bild. Das soll man auch mal verstehen. Und natürlich die gute Ninea-San. Und Bücher, Bücher, Bücher. Auch mal Löcher. Kann man da was erkennen? Nicht wirklich. Sieht nach irgendeiner komischen Prothese aus. Mit sehr langen Fingern. Wir halten uns anscheinend auch fit mit... Was steht denn drauf? Lift me up, 20 Pfund, 10 Kilo. Na gut. Kleinen Anfang. Oh, mein Leben mit Schultern, Xerxes XP. Schön. Wir sind, leben aus einer Welt, in der KIs Bücher schreiben können. Und dann auch noch tote KIs. Ne? Ja, Rüdel, Rüdel. Xerxes XP müsste... Ponderby gewesen sein. Und das haben wir ja definitiv gesprengt. Ja, gut. Poison Force von Shepard. Das ist noch Vanilla, meine ich. Und Turnback. Der Hacker. Der ein und einzige aus System Shock 1. Also, Pistole habe ich genommen. Jo. Hab trotzdem mein Besen. Der Besen ist mein. Oder so in der Richtung. Und da ist... Stimmt irgendwas, so wie ich Christine kenne. Doch nicht, ich kann es dazu suchen. Gut, dann wollen wir mal tauchen, ohne Ausrüstung. Wie auch, wir haben ja unsere ganzen Implantate, die wir natürlich abgegeben haben. Fisch. Kann man euch irgendwie fangen oder seid ihr Partikel? Oh. Okay. Erstmal leer angeln hier. Ist. Bleibt hier. Ich brauche die Viecher. Meins. Toter Biosphäre. Aber wenn wir wirklich der Einzige sind, der hier am Strand wohnt, das ist aber ziemlich, ziemlich Luxus. Sehr Premium. Handtüchern, in allen Fällen, wenn man sich vorstellen kann, noch mehr in die Nähe. Also Sambrek war ja auch nicht. Und Radio. Metallradio? Ah ne, der Stuhl war das. Ja, es könnte Holz sein, könnten aber auch rostige Rohre sein. Naja. Man kann nicht alles erwarten. Die Angeln sind festgeschraubt. Verankert, ja. Warum auch nicht? Mein Besenangeln ist zwar einfacher und geht viel schneller, aber wer es braucht, der soll halt manuell angeln. Route und so weiter. Ah, Wegweiser. Ist es das Center? Da kommen wir, glaube ich, hier. Gehen wir erstmal zum Strand. Töten.
Also die kann man aber nicht. Was soll's. Kann man trotzdem umbringen. Mein... den Nervenaffen, also... von Nerven zu umbringen ist bei Tieren ein ganz kleiner... Hallo. Abstand halten. Werfen doch nicht. Durch nur. Wow. Das war eine. Da ist die Banane, okay. Hat sie jetzt einfach die Schüsse retextet. Würden werfen ja normalerweise irgendwie komischen Psi-Kugeln. Okay, aber jetzt sind's Bananen. Sehr schön. Und meine liebe Quietschente. Ich will ja nicht fliegen lassen, meine Süße, aber... kommt Zeit, kommt Psi. Oder sowas. Ja, ist gut. Hab schon noch Vitamine in das und lauf nicht in die Felsen rein, hallo? Ja, das hast du davon. Gut. Life is life. Bedrückst du die Physik, bring ich die Physik um. Nicht sehr sozial, aber hey. Plünk. Da kam ich? Ne, da kam ich her. Liegestühle, aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Es sieht nach Stein aus und da sind Fische und Krabben. Ich habe genug Fische. Ganz ausrotten müssen wir das Leben hier jetzt auch nicht. Ist ja nicht Malle. Jetzt müssen wir das sein, da will ich aber nicht hin. Ich will zum Strand. Weg war. Hi. Moment. Hi. Ups. Hi. The target's already in sight. Stay cool, my friend. Stay cool. Your cargo certainly will. At least... that's wrong. Das war doch gerade mal so ein freundschaftlicher Hieb mit dem Besen. Auf die Schulter, so, ne? Schulterklopfer. Macht man doch so im 22. Jahrhundert. Was gut, ich gespeichert habe. Ja, wirklich Mord. Dann lebenslange Zwangsarbeit. Naja, gut. So, man verhalten, was man will, aber ich halte da gar nichts. Hallo. Ey, das Radio funktioniert ja sogar. Nehmen wir das mal, ne? Das kann auch nicht schaden. Ich bleibe hier. Gut, also wir sehen, Mord ist lebenslange Zwangsarbeit, auch wenn dieser, Mord nur aus einem freundschaftlichen Besenhieb besteht. Aber Diebstahl, was waren das jetzt, 50? Diebstahl, diesen Kavaliersdelikt. Oh, was liest du da Schönes? Die Kunst des Dankens. Ah ja, ja. Danken ist der Kunst. Das ist richtig. Kann man die Flasche mitnehmen? Nö, aber das Eis ist eh verflüssigt. Warmen Sekt will ich nicht. Nein, nein. So ein klein wenig Standards habe ich auch. Tralala, da gab es ja, glaube ich, nichts weiter. Wenn doch, habe ich es jetzt verpasst. Bin ich selber schuld. Ich will noch einen Krabbencocktail machen. Hey. Okay. Das ist mein... ja, das ist mein Strand. Also zum Visitor Center. Ah, Affe. Und Bananen. Ich brauche keine Vitamine mehr, ich bin im Kurs. Au. Affe.
Fische? Kann man die jetzt essen? Kann man. Knusper, Knusper, Rohrfisch. Lecker. Ja, ne, gut. Implantate kann man machen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin mal so frei und nehme mit, was nicht nagelfest ist. Geht und nagelfest, ach was soll's. Infobrett, das heißt, scheint so ein... Ja klar, ist das ein Massenzelt, natürlich. Sourceboard. Ich möchte dich auswählen. Ein Pixel. Nein, und noch Milch dazu. Also verhungern wird man hier nicht. Ist nur Creme? Sah es jetzt von ferne aus wie die Speed-Drogen. Was haben wir hier? Unser Dankens kennen wir schon. Blau auf Rot. Eh du meckerst, mach es besser. Von Eiden? Eiden? Keine Ahnung. Kann ich lesen. Von Klugscheiß und anderen Deppen. Netz aber auch. Danke. Und wieder Schiebeholztür. Sehr schön, sehr schön. So, in jedem vernünftigen Spiel ist in der Masse irgendwas versteckt. Und freu ich mich nicht. Halt mich. Naja, man kann nicht alles haben. Ist ja schon absurd genug hier. Mit fliegenden Bananen. Und derartigen Späßen. Und zu Dankens, okay. Also wollen die Menschen hier wohl alle sehr dankbar werden. Lok, hast du Audio? Voice Output Malfunction. Das Geräusch ist ziemlich, ziemlich widerlich. Da kommen uns die Zehennägel hoch. Bum, 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 bum. Diese verdammten Möwen gehen mir ziemlich auf die Nerven mit ihrem Gekreische. Das macht Entspannung unmöglich. Und natürlich habe ich meine Waffe zu Hause gelassen. In meine USA? Ich habe es hinbekommen, ein wenig Munition zu bekommen. Aber was mache ich damit ohne Waffe? Die kannst du auch schmeißen, Kind. Macht nicht so viel Schaden, aber hey. Geht. Alles, was ich möchte, ist ein schöner Nachmittagsschlaf. Außerdem ist es so langweilig, hier lassen ein klein wenig Seemöwen schießen. Eine interessante Ablenkung wäre. Dieser letzte Neuankömmling, XT irgendwas, hat auch nichts anderes im Kopf, als die Affen zu nerven. Er ist auch total langweilig. Naja, weiß ja nicht, was ich durchgemacht habe. Ist nämlich schon, dass das Buch hier in 3D ist. Hab ich aufgeschlagen. Das hat bestimmt eigentlich seine Arbeit gekostet, weil... Kurven? Na gut, so kurvig ist es jetzt nicht, aber... Doch. Ist interessant, vor allem da es nicht klippt. So. Hey, Bananen. Oh, Metal-Bananen. Das ist eine schöne Bandname eigentlich. Die Bandname, richtig, ja. Das ist Neusprech. Alles noch die Visitor Center. Nein, da will ich nicht hin. Ich würde gerne hier hin. Oh, was ist so? Dich darf ich natürlich auch nicht schlagen. Ah. Steak. Also man kann wirklich alles hier mitnehmen. So ganz in Bioshock-Manier praktisch. Hey, neue Bücher. Die Bergmonasterie, die mystische Dame, der Fluch des Falken, der Nachtfalke und Lord Ashton. Ich kenne Lord Ashton nicht. Aber gut, wird man irgendwie wohl kennen müssen. Schreibt's in die Kommentare oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Macht eh niemand, also... Wayne. Noch mehr Alk, ja. Kann man dich mitnehmen. Du bist jetzt Eis auch... Der ist auch geschmolzen. Okay, dann nicht. Ah, Moment, also... Hier rumhüpfen darf ich natürlich. Auch wenn das ihr gerade sämtlich Rippen brechen dürft, aber... Ich hinterfrag's einfach nicht mehr, ne? Ist okay. So, kippen will ich auch keine, auch nicht die extra dicken. Ich meine, ich verstehe, wenn man die Dinger nicht animiert, aber diesen Holzperlen-Sound... Hätte man doch eigentlich einfügen, oder? Mal so ganz am Rand, also. Ist auch so schön, aber...
for the sake of immersion. Hey, ein Recycler, was auch mal der hier macht. Oh, dann kann ich schon mal den... wo ist der da? Den Alkwerk nehmen. Den vertrage ich ja sowieso nicht, wie wir festgestellt haben. Noch mehr Alk, ja. Und schon sind es 56 Planeten. Noch irgendwas? Banane. Eins. Hier ist sonst... Ah ne, hier geht's auch noch weiter. Haha. Sehr, sehr weitläufig. Grenzt schon wieder fast am Polaris, aber gut, das scheint irgendwie so die generelle Agenda bei den Planeten zu sein. Hey, Affe. Nein. Hey, au. Böse. Wieder fressen. Hab halt genug Bananen. Noch mehr Krabben, aber nö, kein Bock auf Krabben schlechten. Mein Leben ist Schoda und Chips. Cheese Chips. Das ist eine neue Melodie. Hat was. Eine Bootsreise machen. Ich denke eher später. Klingt gut. Okay, also um den Heim müssen wir uns dann wahrscheinlich keine Sorgen mehr machen. Wenn der schon hier hängt. Gut, aber ich glaube, dann hänge ich auch mal. Denn jetzt kann ich ankündigen, wenn wir die Aufnahmen beenden und so weiter. Haha. Hat doch nicht nur Nachteile, allein aufzunehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich am Abend des Hochladens aufnehme. Also.